Schönen guten Abend aus Hagen. Wir haben Donnerstag, den 27.01. Bist du Nachrichtensprecher? Achso. Wir hatten heute das zweite Mal ja parallel zum Aufzug, der jeden Donnerstag stattfindet, den Corso. Beides wurde heute gut besucht, trotz des Dreckswetters. Ne? Und Hagen ist ja tatsächlich nicht gerade eine Weltstadt, aber wir hatten viele Teilnehmer. Beide Veranstaltungen sind schön glatt gelaufen und deswegen werden wir das nächste Woche dann wieder so machen. Ja. Für Hagen wieder vom Berliner Platz aus. Die Route müssen wir morgen nochmal ausgucken. Melden aber morgen direkt an. Den Autokorso gucken wir auch nochmal nach einer anderen Strecke, die wir heute jetzt ein bisschen... Es war auch nicht das beste Wetter. Ja, war auch nicht das beste Wetter. Ja, und wir machen das nochmal. Okay, ich stoppe. Hallo! Schönen guten Abend aus Hagen. Wolltest du noch was sagen? Das sind die Nachrichtensprecher. Also wieder neu. Michael, wirklich, also, ich hab Hunger. Du sabotierst heute alles. Nein, du hast das Ding schon halb leer. Also, wir lassen das so drauf, ja? Nein, nein. Zu lang. Zu lang? Zu lang. Ach, ist doch egal. Ja, noch gar nicht. Okay. Wir werden stoppen, neu starten. So. Guten Abend aus Hagen. Hier fand heute das zweite Mal Der fängt da an zu fressen mitten im Video. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch gar nicht. Hallo zusammen. Guten Abend aus Hagen. Sehr gemacht, kann ich nicht. Mann, ey. Hallo. Guten Abend zusammen. Hallo. Du fängst an. Nö. Okay, dann fange ich an. Hallo aus Hagen. Wir sitzen jetzt gerade noch beim Glas Wein nach den beiden Veranstaltungen, besprechen so ein bisschen hier und planen die nächsten. Das Konzept parallel zum Aufzug und Corso zu veranstalten. Mach weg, Kevin.